Come on. Ihr seht im Hintergrund die Bilder von Costa, wie er im House of Audio ein paar Produktionen gemacht hat, geholfen hat. Auf der Hellish Rock Tour unser Tourmanager war, uns mit allem versorgt hat, was wir so brauchen, damit wir die ganze Sache überleben. Und wir freuen uns ja heute. Kannst du überhaupt noch spielen, Costa? Nee, ne? Aber ist scheißegal. Warte. Aber trinken kann ich. Und der Song heißt... Oh,
Die Vorband hat jetzt aufgehört zu spielen, das war der erste Teil. Ihr habt viel Spaß mit Obel, der jetzt gleich kommt. Ein guter Freund von uns aus der Hammerzeit. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und das Programm so ein bisschen ganz anders gestaltet als ein normales Heavy Metal Konzert. Also begrüßt mit mir jetzt gleich hier den Obel aus Hamm. Alright! Tschüss und bis gleich! Ciao, ciao! Du hast mal ein Album mit Axis zusammen eingespielt, richtig? Welches war's? Das war die Time Machine. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie viele Jahre das her ist. Ich würde mal schätzen, vielleicht so 6 Jahre um den Dreh rum. Da standen die Jungs ohne Trommler da. Und als alter Freund von Management und zig Tourneen, die wir gemeinsam gemacht haben, bin ich natürlich sehr gerne eingesprungen und habe mit den Jungs auch viel Spaß gehabt. Dich werden wir heute Abend auch auf der Bühne sehen. Du wirst 1 oder 2 Songs, glaube ich, mitspielen. Welche Songs sind das? Ja, einen Song werde ich spielen, das ist Wind in the Night. Und der ist eben auch aus diesem Album, das ich mit eingespielt habe. Von der macht es natürlich Sinn. Okay, deine Erfahrung mit Axis, du hast ja ein Stück weit begleitet, kann man ja sagen. Irgendwelche lustigen Geschichten passiert, die man unbedingt mal erzählen müsste, was dir passiert ist mit der Band? Weiß ich jetzt gar nicht so spontan. Es waren mit Sicherheit sehr, sehr viele Geschichten, weil wir viele gemeinsame Dinge getrieben haben, zusammen Musik gemacht, eine Scheibe zusammen gemacht. Ich war oft auch Tourmanager bei den berühmt-berüchtigten Pink Cream Axis Package Tourneen, die sehr gut gelaufen sind, die wir mehrmals gemacht haben. Wir haben eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, es war immer eine sehr enge Verbundenheit zwischen beiden Bands, weil man sich menschlich absolut gut verstanden hat. Und dementsprechend als Tourmanager leidtragend war das die einzige Tournee, was mir jetzt so spontan einfällt, wo ich sage und schreibe, jeden Abend für den Bus 5 Kisten Bier ordern musste, weil dann, und die waren wirklich jeden Abend dann auch ratzeputz weg. War unfassbar. Bisschen anstrengend für den Tourmanager, aber hinterher, ich kann dann immer so switchen zwischen Musiker und Tourmanager und habe mir dann immer das dann, wenn die Bustüren zu sind und er rollt, dann bin ich auch wieder Musiker geworden und habe mich dran gemacht, die Kombüse wieder leer zu machen, dass man es am nächsten Tag wieder voll machen kann. Eine Frage noch zum Schluss, den Song, den du heute Abend mit Axis zusammen spielst, saß der noch oder musstest du den wieder komplett neu drauf lernen? Auf gar keinen Fall saß der. Ich habe mich schon natürlich an den Song und die Melodie erinnert, aber ich habe jetzt gerade auf der Fahrt hierher den mehrmals, ich habe den die letzte Woche ein paar Mal gespielt und habe jetzt auf der Fahrt hierher mit Kopfhörer nochmal intensiv gehört, weil auch wenn man den Song und das Arrangement kennt, geht es ja darum, was für Drumfills habe ich damals gespielt, wie sind da die Figuren, die Abschläge auf den Crashbecken, man will es ja möglichst gut präsentieren, die ganze Geschichte, und da muss man dann natürlich schon mit der Lupe ran und da tatsächlich dann auch die ganzen Details auschecken, und das habe ich gemacht. Ob es mir gelungen ist, werden wir nachher sehen. Aufgeregt? Nein, ich freue mich. Ich freue mich sehr mit den Jungs. Na na na.
mal dabei seid hier. Alle mal die Hände hoch, come on! Glück ist ein bisschen sauer, tut's doch mal gut drauf sein. So.